Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Velos TV. Eine weitere Folge My Time at Porsche, mittlerweile Episode 28. Eine Folge unseres Formats Let's Play und ich habe eine Idee für den heutigen Tag. Ausnahmsweise mal. Ich habe nach dem dem Silikon-Chip geguckt, wo es den gibt. Oh, neue Musik. Das gefällt mir sehr gut. Die Mucke ist sehr angenehm. 100 Gold. Ja. Was haben wir Dankeschön. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der Glückstruhe drin ist. Ach du heilige Kiste. Ja, genau. Da war ja noch. Was war das denn jetzt schon wieder? Quadratischer Tisch, was soll denn? Wo ist der hin? Geht denn jemand? Nein. Okay. Wir müssen jetzt erstmal alles leer machen und neu auffüllen und so weiter und so fort. Und dann offenbare ich meinen Plan. Es wird auf jeden Fall großartig. Hoffe ich. Bezweifle ich. Schauen wir mal. So, erstmal alles reinpacken. Ne. Machen wir erstmal die Steine. Also die Mucke ist auf jeden Fall momentan gerade sehr entspannend. Das finde ich cool. Sortieren noch mal kurz neu. Ordnung muss sein. So, dann packe ich jetzt mal direkt erstmal. Nein, die kommen immer noch nicht da rein, Danny. Was kommt da rein? Ach, da ist er ja. Verteidigung plus 14. Okay, das ist ja schon mal sehr schön. Science Fiction Show. Ja, nice. Ja, müssen wir mal schauen, wo wir den ganzen Kram überhaupt hinpacken können. Du kommst da auch nicht rein, du bist da verkehrt. Das ist schon wieder so viel Crap im Inventory, das ist echt der absolute Wahnsinn. Hier die komischen Soldaten wegpacken mit Lanze. Dazu. Da habe ich noch was gefunden. Was ist das denn? Soldat mit Zepter. Hierhin. Dann packen wir mal hier direkt den Kram weg. Da rein. Die gehören da rein. Und noch da rein. Naja, Quatsch, so ein Witz. Du gehst hier rein. Ja, hatte ich ja schon gesagt, dass wir den auf jeden Fall schon auf Lager haben. Können wir mal wieder was in die Essenskiste nehmen, wobei ich jetzt auch aufgrund, den lasse ich mal drin. Könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was ich gleich vorhabe. So, das Fleisch da noch mit rein, der Kram kommt da mit rein, der kann eigentlich erstmal weg, der kann genauso weg. Das lasse ich erstmal im Inventory. Und die beiden Sachen stelle ich jetzt nochmal kurz in die Base. In die Base. In unsere Werkstatt. Ja, das ist der große Nachteil, wenn man viele verschiedene Spiele spielt. Man kommt dann irgendwann mit den Begriffen durcheinander. Aber. Okay, also ich würde sagen, das werde ich auf jeden Fall in naher Zukunft irgendwann nochmal ein bisschen umstellen, dass das halbwegs so aussieht wie eine Wohnung und nicht wie ja, irgendwas blind zusammengewürfeltes. Nichtsdestotrotz lassen wir es jetzt erstmal so. So, ich würde jetzt nochmal eben kurz die ganzen Sachen in Auftrag geben. Machen wir auf jeden Fall mal 10 Stück von. Füllen auch direkt mal wieder auf. Hol ich mir erstmal die ganzen Barren. Brauchen sowieso Bronze ohne Ende. Dann machen wir hier gleich nochmal 4 Stück dazu. Kupfer können wir auch noch immer gebrauchen. Dann machen wir hier auch nochmal 5 Stück dazu. Und auch Carbonstahl brauchen wir immer. Wir brauchen eigentlich alles immer. Und ununterbrochen. Und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, hier machen wir auch nochmal kurz ein paar Kupferbarren. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Ich mache noch mal ein paar Hartholzdielen auf jeden Fall. Und noch mal 3 Stahlplatten. Und ich mache auch noch mal 3 Bronzerohre.
So. Mich kommt auf die Leiste. Da muss ich mir noch überlegen, was ich jetzt mit dem ganzen Kram mache. Die muss auf jeden Fall noch weg. Gast. Gast gehört. Gast, 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 Gast. Das ist doch der Bürgermeister. Oder nicht? Oder nicht? Ich schau noch mal eben kurz. Da konnte ich noch nichts machen. Genau, ich muss die Aufträge auf jeden Fall, beziehungsweise den Auftrag auf jeden Fall noch abgeben an Antoine. Es ist auch Montag, das heißt, wir können auch einen neuen Handelsauftrag annehmen. Das Schöne ist wirklich an dem Spiel, dass du im Inventory halt keine Zeit verlierst. Und man dadurch... Guten Tag, hallo. Ja, ich würde dich wohl begleiten. Alles klar. Ja, dass man halt, wenn man in die Kisten reingeht oder auch in den Menüs schlawenzelt und dergleichen, dass man dann auf jeden Fall keine Zeit verliert. Nochmal 800 Golds. Da fällt mir gerade ein, wir haben gestern die nötigen Golds bekommen, um das Gelände zu erweitern. Die nehmen wir auch direkt nochmal wieder an. Protoalm. 5 Seile. Dunkler Kaffeetisch. Nehmen wir mal an, wir gucken mal. Die Lampen, da brauche ich auch immer irgendwie Kupferleitungen für. Da müsste ich nochmal gucken, ob ich das eventuell noch auf Lager habe. Das werden wir jetzt nochmal im Kurz schauen, damit wir die Aufträge auf jeden Fall möglichst früh erledigen. Den dunklen Kaffeetisch, da kann ich jetzt gerade mal gar nichts mit anfangen. Ahnung. Hier drunter sein, da ist er. Perfekt. Sogar relativ simpel herzustellen. Dafür gibt es eigentlich eine ganze Menge Geld. So, dann gucken wir nochmal auf die Straßenlaternen. Ne, die waren hier. Da ist sie. Ich brauche immer noch 3 Bronzerohre, Kupferdraht und vor allen Dingen auch Glas. Das heißt, eigentlich müsste ich einen von denen hier abbrechen. Ich werde auf jeden Fall mal ein Kupferteil hier abbrechen. Wir dann direkt nochmal. Ich glaube, ich kann hier mal direkt 10 Stück herstellen. Der kann ja einfach mal durchlaufen. Wir haben ja kein Glas mehr. So, dann schauen wir nochmal, dass wir den dunklen Kaffeetisch loswerden. Ich will erstmal, wo wir den loswerden können. Och nein! Ja gut, kann ich halt zum Glück mit dem Häuschen hinfahren. Ja, mit dem Häuschen hinfahren. Ja, mit dem TÜV natürlich hinfahren. Dafür habe ich ja die Haltestellen aufgebaut. Es ist irgendwie ein bisschen dunkler geworden, habe ich so das Gefühl. Also insgesamt, das Spiel ist dunkler geworden. Aber es scheint auch Herbst zu sein tatsächlich und nicht Sommer. Also haben wir quasi im Sommer angefangen. Natürlich bin ich ein zuverlässiger Handwerker. Na gut. Okay. Ich bin am Überlegen. Eine Quest annehmen. Komm, da fahren wir auch nochmal kurz vorbei. Wir fahren einfach mal überall dran vorbei. Ich bin noch am Überlegen. Was war ich denn jetzt gerade am Überlegen? Gehen erstmal rein, vielleicht fällt es mir gleich wieder rein. Ich habe das irgendwie schon wieder vergessen. Hello. Hey, I wanna eat some homemade fish stew. Oh, thank you, thank you. My grandmama used. Fisch, Eier. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt zu viel angenommen, würde ich mal sagen. Okay, fahren wir erstmal wieder nach Hause. Hat den halben Tag nur mit dem komischen TÜV durch die Gegend gefahren. Naja, es ist aber auch erst 12 Uhr. Also an sich relativ entspannt. Das ist, ich guck gerade, ist das jetzt hier? Na gut, die Bambus-Papaya läuft jetzt aber auch sehr gut. Ja gut, der Weizen, das ist halt jetzt nicht mehr die Jahreszeit für den Weizen, aber da er eh gleich fertig ist, ist das, denke ich mal, unproblematisch. Kann man hier kochen? Jetzt natürlich die Frage, wie ich kochen kann. Das ist auf jeden Fall ein Programm, ein Problem, das ich ein anderes Mal lösen werde. Mein Plan für heute war eigentlich ursprünglich mal hier oben ins zerfallene Ödland zu gehen, denn in diesen Kläranlagenruinen hier, da gibt es die von uns benötigten Chipsets. Und ich hoffe auch darüber hinaus, dass man da eventuell nochmal ein bisschen Action bekommt. Ein bisschen spannende Action, also mal irgendwie ein paar Gegner, die ein bisschen mehr drauf haben als nur. Aber ich befürchte fast nicht.
Es ist noch so ein Stück weit meine Hoffnung, dass mit steigendem Fortschritt des Spiels die Gegner einfach stärker werden. Und es dann irgendwann eventuell. Nee, ich muss jetzt hier, glaube ich, wieder runter. Und es dann irgendwann eventuell auch mal einfach einen interessanten Kampf gibt, weil aktuell, muss ich sagen, hebt das auch ein Stück weit meinen Spielspaß. Weil es, ich meine, es gibt einen ganzen Talentbaum für Kampf und dann fügt man halt keine Gegner ein, die auch nur halbwegs irgendwie was gegen einen ausrichten können. Das ist irgendwie total stumpf. So, wir gehen mal direkt rüber. Was sind das für Viecher? Wie Level haben die denn? Wir wollen auf jeden Fall direkt kämpfen. Ja. Was habt ihr jetzt davon? Warum greift ihr mich auch an? Ich wäre einfach an euch vorbeigelaufen, aber nein. Ihr wollt es auf die harte Tour, dann kriegt ihr es auch auf die harte Tour. Gott nochmal. Ja, also die Haltestelle werde ich auf jeden Fall als nächstes in Angriff nehmen. Dass wir hier einen etwas schnelleren Port bekommen. Ich nehme mal schon mal die Räucherfischrolle zu mir. Wert auswählen und rein hier. Level 10 bis Level 15. Okay. Bin mal gespannt. Komm, Fischi, komm schon. Okay, man muss hier auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Das finde ich cool. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Kann man die kaputt machen? Ne, anscheinend nicht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was hier passiert. Also, wie schwierig das noch wird. Aber es könnte durchaus sein, dass es sich dann hier tatsächlich lohnt, ein paar Punkte in den Kampftree zu... Oh. Was war das denn? Ah, okay, okay, okay. Alles klar, dann wollen wir mal lieber erstmal weggehen. Jetzt habe ich verstanden, das war eine Falle. Gut, muss man... Ich habe das Gefühl, dass das gleich ein Problem geben könnte. Ja. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, wie man dem aus dem Weg gehen soll. Anscheinend muss man einfach eben einmal rein, dann eventuell... Okay, die Kiste ist auf jeden Fall weg. Oh, nee, 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 warte mal. Nee, 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 ich will ganz gerne noch weitergehen. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall mal echt gespannt, was hier... Also in der dicken Kiste hätte ich auf jeden Fall die Belohnung bekommen. Die ist wohl anscheinend jetzt weg, weil ich halt... Okay... Das war natürlich mal wieder brillant. Weg hier! Kleiner Motor, sehr gut. Gut, die Mobs sind hier auf jeden Fall ein bisschen härter. Von daher, das passt schon. Man muss hier wahrscheinlich doch etwas strategischer vorgehen. Wir gehen direkt weiter. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal kurz gucken hier. Nein. Passiert noch nichts. Ja, ich bin gespannt, ob es hier jetzt auch gleich noch einen Endboss gibt. Und zack, erledigt. Komme ich hier jetzt weiter? Oh, da ist noch einer. Moin, moin. Kleiner Mann. Schön. Also interessantes Design auf jeden Fall. Ist schon mal deutlich interessanter als das, was bisher kam. Ich hier auch noch platt machen. Möglichst beide gleichzeitig angreifen und der Kampf ist auch schon erledigt. Oh, das ist wahrscheinlich wieder so eine... Hallo, kommt mit! Das war dann wohl der gute alte Bodypull, wie wir ihn bei World of Warcraft damals genannt haben. Ich habe so das Gefühl, dass da gleich wieder diese dämlichen Steine von der Decke kommen. Ja, natürlich.
Und schnell raus hier. Okay, also auf jeden Fall müssen wir für den nächsten Ausflug in dieses Dungeon ein bisschen Futter mitnehmen, ein bisschen Fleisch. Ah, okay, es gibt einen Boss. Jetzt bin ich ja mal ganz schwer gespannt. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Nein. Habe ich überhaupt den Buff noch aktiv? Ich glaube nicht. Ich nehme ihn einfach nochmal dazu. Ja, ich hatte keinen Buff mehr, alles klar. Hallo? Junge, der haut aber rein, ey. So schlau. Okay, diesem Rundumschlag kann man auf jeden Fall durch die Rolle. Ah, das war auch wieder doof. Das wird ganz schön tricky. Okay. Alles klar, okay. Ab einem gewissen HP-Level wird der auf jeden Fall nochmal etwas stärker. Beziehungsweise bekommt neue Attacks dazu. Aber der ist trotzdem relativ simpel, denke ich mal. Oh, jetzt fängt er direkt mit dem Scheiß an. Da kennen wir aber auch nichts. Und zack, sind wir wieder weg. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum er jetzt direkt mit dem Scheiß anfängt. Also der benimmt sich jetzt auf jeden Fall komplett anders als gerade eben. Achso, okay. Der war noch auf Low HP. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der war noch auf Low HP und hatte dadurch quasi dann diesen Phase 2 Mode an. Aber der war jetzt trotzdem nicht besonders anspruchsvoll. Gut, ich bin natürlich gestorben, weil ich schlecht bin. Aber gibt es hier vielleicht irgendwo eine Kiste oder sowas? Nee. Ja, gut. Dann raus hier, wa? Gucken wir hier noch. Was kann man hier noch machen? Gut, wir können jetzt in den Level 2 gehen, aber ich würde sagen, warte mal, was haben wir denn jetzt überhaupt im Inventory? Haben wir irgendwas bekommen? Irgendwas Gutes? Also wir haben auf jeden Fall einen kleinen Silikonchip bekommen, was natürlich viel zu wenig ist, aber einer ist besser als keiner. Das sieht auch schon mal sehr cool aus. Aber ansonsten haben wir jetzt nichts irgendwie von Relevanz bekommen. Also ich würde sagen, wir... Es ist natürlich die Frage, ob man die am Stück tatsächlich durchspielen muss. Also schaffen würden wir es auf jeden Fall noch. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Ich müsste vielleicht ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen, um nicht ganz so viel AP in den Kämpfen zu verlieren. Wieso lebst du noch? Ach, der Fisch kommt schon wieder. Komm, tschüss, mein kleiner Freund. Wir buffen uns auch direkt nochmal. Okay, kommst du mit? Ah! Schießt der Bastard einfach auf mich. Okay, was ist denn los mit euch? Ach okay, die Kisten kann man auf jeden Fall... Oh, da bin ich aber mal weit gecharged. Oh, der charge hier quasi die ganze Zeit durch den ganzen Raum. Für dass man hier so ein bisschen auf den Wegen bleiben sollte. Ah, Inventier. Haben wir da? Nichts. Noch ein Silikonchip, sehr schön. Dann machen wir mal direkt hier die ganzen Fässer kaputt. Die ganzen Kisten. Mal nicht natürlich. Läuft! Ja, damit! Da ist auch noch eine Kiste.
Also wie gesagt, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Gut, der Kampf gegen die normalen Mobs, der ist jetzt immer noch nicht so brutal hardcore, aber er ist auf jeden Fall interessanter als das, was man bisher gesehen hat in diesem Spiel. Von daher ist eigentlich alles okay. Das wird auch, glaube ich, oder fürchte ich, auch schon wieder eine relativ lange Folge. Da ist mal weg hier. Und wieder dran. Hallo, würdest du dich mal wehren, bitte? Junge, Junge. Okay. Hier gleich mal kaputt. Auch direkt kaputt. Aber die Bosse sind auf jeden Fall deutlich interessanter. Wir haben zumindest mal sowas wie eine Boss-Mechanik. Das ist natürlich schon mal relativ cool. Das wird wieder eine richtig lange Folge. Ich bitte das wieder zu entschuldigen, aber ich finde es gerade tatsächlich relativ lustig hier unten. Okay, unser Held wird, glaube ich, gleich sterben. Ja, man darf auf jeden Fall nicht hier in dieser Brühe rumrennen. Also ich fürchte, dass ich mit dem aktuellen HP-Stand leider keinen Boss besiegen werde. Deswegen denke ich mal, ich werde mir jetzt hier noch die Kisten schnappen. Und dann werde ich erstmal rausgehen, zumal die Folge sonst einfach wieder zu lang wird. Hey, komm. Mach hier keinen Terror. Und das muss ja nun auch nicht sein. Also ich denke mal, wir können ja hier die zweite Ebene auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Eventuell machen wir es gleich in der nächsten Folge, dass dann da nochmal ein bisschen System reinkommt. Aber ich denke mal, wir sind jetzt auch recht erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt auf jeden Fall mittlerweile 2 Chips bekommen. Das war ja der ursprüngliche... Kannst du mal in die Richtung schlagen? Danke. Das war ja der ursprüngliche Grund, warum ich überhaupt hier in diese Höhle gegangen bin. Oder in diese Kläranlage. Was auch immer. Ja, ja, okay. Alles klar. Und beim nächsten Mal würden wir dann auf jeden Fall ein bisschen Essen mitnehmen. Ich habe es tatsächlich unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch irgendwo anspruchsvoll sein könnte. Von daher ist das jetzt doof gelaufen, aber ist ja eigentlich auch kein Problem. Wir gehen da einfach noch ein zweites Mal rein. Es ist ja nun auch schon wieder relativ spät. Wir haben es da schon wieder 20.50 Uhr. Wir müssen noch komplett zurücklaufen. Wir müssen noch die ganzen Sachen in die Kiste reinpacken. Und ich denke mal, dann ist die Folge auch zu einem ganz guten Abschluss gekommen. Wenn dieser komische Flattermann uns da gleich in Ruhe lässt. Hallo, lieber Flattermann. Ich möchte nur mal kurz vorbei, ne? Ja, moin, moin, tschüss, tschüss, ciao, ciao, ja. Alles Gute auch zu Hause, für die Kinder, beruflich. So. Ja, ist eine schöne Zone auf jeden Fall. Wie gesagt, Fazit für den ersten Ausflug da, das hat schon Spaß gemacht. Ich denke, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Oh, hier nehme ich mir jetzt auf jeden Fall mal das Töff-Töff-Viech da mit. Da muss ich nicht ganz so weit laufen. Das war cool, das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Stufe. Und ich freue mich auch noch auf die Stufen dahinter. Ich denke mal, die müssten eigentlich mit unserem aktuellen Ausrüstungs- und Levelstand hinbekommen. Auch wenn ich noch keine Punkte in Kampf investiert habe, das sollte trotzdem machbar sein. Aber das schauen wir einfach mal. So, nimmst du die mal bitte auf, danke. Können dann gleich nochmal welche gefertigt werden. So. Kupfer ist fertig. Wenn wir jetzt aktuell Kupfer ist eigentlich ganz okay, dann würde ich jetzt auch noch mal ein paar Bronzebarren in Auftrag geben. Carbonstahl können wir auch nie genug haben. Und Glas läuft sowieso noch eine ganze Weile. Rohre herstellen. Hartholzdielen herstellen. Komm schon. Na gut, okay, ich habe jetzt noch welchen Auftrag gegeben. Aber ist ja auch wurscht, was wir haben, haben wir. Ich denke, da kann man nichts mit verkehrt machen. Ich kann noch ein paar Marmordielen, genau. Das ist doch auch mal wieder eine Idee. Machen wir mal gleich 10 Stück, dann haben wir mal wieder was auf Lager. Eieieiei. So, dann wollen wir hier nochmal. Wobei, ich glaube, irgendwo war auch noch. Machen wir mal ein paar Fäden. Fell.
Oder. Ja, ich mache, glaube ich, erstmal ein paar Fälle. Ah, okay, jetzt habe ich natürlich den Faden abgebrochen. Klar, ist ja Blödsinn. Dann lassen wir den Faden diese Nacht erstmal durchlaufen. So. Dann wollen wir mal einräumen. Da sind wieder ein paar Apfelringe. Ich würde sagen, erstmal den ganzen Kram, den wir gefertigt haben, wegpacken. Was ist das denn? Rauchfleisch. Ah, gut, ich hätte natürlich noch ein paar Sachen herstellen können. Der kommt da wieder nicht rein. Das gehört da auf jeden Fall rein. Und dann packen wir die ganzen Sachen weg, die wir so gefunden haben. Sulfat. Ja, mal mit in die Kiste. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo es hinkommt. Ich war gespannt, wofür man die alle braucht nachher. Ah, Kupferspule kam rüber auf jeden Fall. Verlassene Ruinen, gefahrvolle Ruinen. Okay. Ich glaube, wir waren da doch ganz richtig. Der kann da noch mit rein, der kann da noch mit rein. 46 mal Kupferdraht haben wir gefunden. Okay. Sehr nett. Dankeschön dafür. Nehme ich auch gleich damit rein. Ja, es ist, es bleibt sich, es steht sich immer noch aus, dass wir diese, die größeren Kisten endlich mal produzieren. Nee, das kommt hier gar nicht rein. Jetzt müsste in diese Kiste kommen. So, so, das Fett müsste da eigentlich auch mit rein, aber okay. Das müsste da eigentlich auch mit rein. Fell. Feines Fell. Ja gut, aber ich schieb's letztendlich auch nur hin und her. Ich glaube, ich werde nicht umhin kommen, nochmal ein paar Kisten herzustellen. Sehr ärgerlich, aber was soll ich machen? Ich pack's jetzt mal erstmal hier vorne mit in die Kiste, auch wenn das mal überhaupt gar nicht die richtige Kiste ist. Aber übergangsweise, die lasse ich drin. Gut, alles läuft wieder. Ja, wir sind am Ende der Folge. Wir sind auf jeden Fall schon wieder in der Überlänge drin. Es ist 23 Uhr, SP habe ich noch ein paar übrig, aber ja gut, man kann nicht alles haben. Ich würde sagen, ich schmeiße mich ins Bett. Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und wir, der Floschi und ich, würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.